Wolfgang Barrow gehört zu den Urgesteinen von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Seit 1992 spielt er die Rolle des intriganten Rechtsanwalts Jo Gerner. Seitdem ist der Schauspieler nicht mehr aus dem TV wegzudenken. Grund genug, mehr über Wolfgang Barrow zu erfahren. Hier sind 10 Fakten über den GZSZ-Star. Fakt 1. Wolfgang Barrow ist ein sehr eleganter Mann und beweist immer wieder Klasse. Er hat ein Faible für Gentleman-Accessoires. Fakt 2. Bevor er mit GZSZ durchstartete, spielte er 1990 in der ZDF-Comedy-Sendung Die Didi-Show mit. 2 Jahre später folgten Auftritte in der Miniserie Durchreise – Die Geschichte einer Firma. Fakt 3. 2020 veröffentlichte Wolfgang Barrow das Sachbuch Immer wieder Gerner – Mein Leben als Bösewicht der Nation. Fakt 4. Hättet ihr gedacht, dass Wolfgang Barrow ein Science-Fiction-Fan ist? Er liebt Star Trek und war schon öfter auf Comic-Cons zu Gast. Fakt 5. Während seiner Schulzeit hatte er den lustigen Spitznamen Der Baron. Diesen bekam er, da er damals wie heute gerne einen Monokel trug. Fakt 6. Bevor der Berliner von 1980 bis 1984 eine Schauspielausbildung machte, studierte er Psychologie und Theaterwissenschaften. Das Studium brach er allerdings ab. Fakt 7. In GZSZ war Jo Gerner schon einige Male verheiratet. Im wahren Leben hat er bereits seine große Liebe gefunden. Seit 2001 ist er mit Barbara Brödler-Barrow verheiratet. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn namens David. Fakt 8. Wusstet ihr, dass Wolfgang schon in einem Musikvideo mitgespielt hat? In EFH von Rapper Shindy hatte der Schauspieler einen Auftritt. Fakt 9. Wolfgang Barrow ist Mitglied des Bundes der Freimaurer, wie er einst gegenüber dem Magazin Closer verriet. Fakt 10. Den Job bei GZSZ hat er ganz easy bekommen, wie er auf seiner Homepage verrät. So habe er von seiner Agentin einen Anruf für das GZSZ-Casting bekommen, zu dem er mit gemischten Gefühlen ging. Schließlich war die Serie damals noch nicht sehr angesehen.